Faszination Kreuzfahrt. Die Welt vom Wasser aus erleben. Das reizt immer mehr Urlauber. Und natürlich brauchen sie die Sicherheit, dass es Hilfe gibt, falls jemand krank oder verletzt ist. Darum gibt es ihn, den Schiffsarzt. Bei Erkältung, Übelkeit oder Schlimmerem. Andreas Mölendick ist auf dieser Reise der Arzt für alle Fälle. Ob auf einem Binnenmeer oder auf hoher See. Health TV hat ihn bei seiner Arbeit an Bord begleitet. Guten Morgen. Es war eine kurze Nacht. Gerade mal 2 Stunden Schlaf für den Schiffsarzt. Ein Notfall, der Dr. Andreas Mölendick und seinem Team alles abverlangt hat. Davon will er später in einer ruhigeren Minute erzählen. Jetzt hat er keine Zeit dafür. Ein weiterer Passagier hat gerufen. Ariane Stöber ist auch noch nicht richtig wach. Die Krankenschwester überprüft den Notfallrucksack. Es darf nichts fehlen. Dr. Mölendick hat auf diesem einwöchigen Kurztrip auf der Ostsee immer Bereitschaft, Tag und Nacht. Wer nicht in die Sprechstunde kommen kann, den besucht Andreas Mölendick in der Kabine. Guten Morgen. Guten Morgen. Mölendick ist mein Name. Dieser Patient hat Magen-Darm-Probleme, fühlt sich elend und schwach. Nein, es ist nicht. Für Dr. Mölendick reine Routine. Er untersucht ihn gewissenhaft, checkt den Blutdruck, verordnet Medikamente, etwas Ruhe, viel trinken und alles wird gut. Danach bleibt Zeit für das Frühstück. Wenn das Wetter das einigermaßen zulässt, frühstücke ich hier draußen mit Blick aufs Meer. Im Moment ist es ein bisschen kalt, ist ein bisschen auf der Grenze, aber ansonsten ist das so mein Frühstücksritual. Frische Temperaturen sind ihm vertraut, auch wenn er nicht an Bord ist. Er lebt und arbeitet als Anästhesist in Schweden. So ein 6-Wochen-Trip ist für ihn so etwas wie Freizeit. An Bord arbeitet er seine Kliniküberstunden ab oder verbringt seine Urlaubstage. Das Bordkrankenhaus liegt ganz vorne im Bug des Schiffes. Auf dem Neptundeck. Die Seefahrt hat Andreas Mölendick schon immer begeistert. Dass er das mit seinem Beruf verbinden kann, ist für ihn besonders reizvoll. Auf dem Schiff ist das Faszinierende, dass man sehr auf sich gestellt ist und alles im Prinzip machen muss und alle möglichen unterschiedlichen Krankheitsbilder sieht. Ja, das ist sehr interessant, halt ein ganz anderes Milieu zu erleben, ganz andere Fragestellungen, als man die zu Hause hat. Und mit einfachen Mitteln die Patienten zu behandeln. Bevor Dr. Mölendick seine offizielle Sprechstunde hält, muss er zum täglichen Morgenmeeting mit dem Kapitän. Alle sprechen Englisch, denn es ist eine internationale Crew. Ob Kreuzfahrtdirektor oder Ingenieur. Jeder berichtet aus seinem Verantwortungsbereich. Dr. Mölendick erklärt, warum er beim nächtlichen Notfallpatient so und nicht anders entschieden hat. Alles andere ist vertraulich. Die Ostsee. Schönes Wetter, sanfte Dünung. Ein ideales Reisewetter, sollte man meinen. Auch ist der Krankenstand auf den kürzeren Kreuzfahrten normalerweise niedrig. Doch es kommt anders. Da es jetzt aber ruhig ist, kann Dr. Mölendick uns seine Praxisräume zeigen. Also das hier ist unser Sprechzimmer. Und hier kommen wir jetzt in unser Büro. Ja, hier haben wir jetzt einen kleinen Eingriffsraum, wo wir Wundversorgung machen können und ähnliche Sachen. Weiter geht es nach nebenan, in den Klinikbereich. Das ist jetzt unsere Mini-Intensivstation. Hier haben wir 2 Betten, wo wir Patienten aufnehmen können. Hier haben wir einen Platz mit Monitormöglichkeit, mit Defibrillator. Wir haben eine Beatmungsmöglichkeit. Genau hier retteten er und sein Team in der Nacht das Leben eines Passagiers. Die Patientin hatte einen sehr niedrigen Druck, die Patientin hatte Temperatur 40 Grad
Und der ging es also richtig schlecht, kann man sagen. Es war ein septischer Schock plus eine Lungenblutung. Wir sind hier auf dem Wasser, wir müssen die Patienten behandeln, so gut wie irgend möglich, und versuchen, die zu stabilisieren. Im Hafen wurde die Frau mit dem Rettungswagen in die nächste Klinik gebracht. Und wenn kein Land in Sicht ist? Man kann unter Umständen, wenn man noch nicht so weit von Land weg ist, kann man eventuell noch einen Helikopter holen. Wenn man weiter weg ist, mitten auf dem Atlantik, fährt man entweder weiter oder nach Absprache mit dem Kapitän kann man unter Umständen auch umdrehen und den Patienten wieder an Land bringen. Für die meisten Passagiere ist es eine entspannte Seereise, aber eben nicht für alle. Sprechstunde auf dem Neptundeck. Alina ist Sängerin an Bord, die erste von drei Patienten. Wir dürfen sie filmen. So, erzählen wir uns. Ich habe Schnupfen, meine Nase ist so, habe mich erkältet. Du musst gleich singen. Ja, ich muss fit für die nächsten zwei Reisen noch sein. So, ich gebe den Nasentropf mit. Dr. Möhlen dickert schnell etwas griffbereit. Und das kann man ja, zwei, dreimal am Tag wiederholen. Da muss das Singen heute Abend klappen. Ja, auf jeden Fall. Die nächsten Wochen auch. Vielen ja, genau. Dank. Schönen Tag. Tschüss. Die Bordapotheke ist gut gefüllt. Also hier haben wir so ein bisschen unsere Husten- und Fiebersachen. Hier auch leichte Schmerzmittel. Wir haben hier ein Tresor mit unseren Opiatschmerzmitteln. Dann haben wir hier in der Höhe Blutdrucksmedizin, Herzmedizin. Abführmittel ist sehr wichtig. Mittel gegen Durchfall ist wichtig. Und Antibiotika auch, wenn wir das brauchen. Wenn wir jetzt Gips binden und ähnliches. Vor jedem Einlaufen in den Hafen wird alles, was in der Bordapotheke ist, dokumentiert. Ariane Stöber ist Krankenschwester und wechselte vor 8 Jahren von der Neurologie einer Hamburger Klinik ins Bordhospital. Ich wollte was Neues machen. Was ganz anderes, was Neues und einfach mal aus dem Krankenhaustrott auch rauskommen. Und ist es anders? Ist es neu? Ganz anders und man sieht so viel von der Welt auch. Das ist, also ich kann es nur jedem empfehlen. Sie ist mehr als eine Sprechstundenhilfe. Sie unterstützt Dr. Möhlendick auch mit den Formularen, zum Beispiel für Ausschiffungen, wenn also Patienten das Schiff krankheitsbedingt verlassen müssen. Da in internationalen Gewässern die deutsche Krankenversicherung nicht gilt, werden Privatrechnungen ausgestellt. Während das Schiff durch den Nordostseekanal steuert, suchen Sie sich für Ihr Dienstgespräch ein ruhiges Plätzchen im Bordrestaurant. Kaffeepause. Das ist einfach nett, mit dem Team noch mal eine kleine Nachbesprechung zu machen und sich auch privat zu treffen. Und das machen wir einfach so als Routine, wenn die Zeit dafür da ist. Abgeschirmt von den Gästen gleich nebenan geht es bei Ihnen um Patienten und andere persönliche Details. Nichts für unsere Ohren. Anschließend geht es für den Arzt weiter. Ein Sicherheitstraining für die Crew. Heute sind die Köche dran. Den sogenannten Stretcher Drill müssen alle an Bord regelmäßig wiederholen. Der Code Mike ist ein Notruf. Sobald der erklingt, muss jeder an Bord in der Lage sein, erste Hilfe zu leisten, bis der Arzt kommt. Das ist der Stretcher, eine mobile Trage. Den Patienten damit richtig transportieren zu können, klappt nur, wenn jeder Handgriff sitzt. So, we put the stretcher behind him. Im Ernstfall müssen Sie das ohne Anweisungen drauf haben.
Darum übt die Crew regelmäßig. Und wie man sieht, klappt es bei der Küchenmannschaft schon ganz gut. Das Wichtigste beim Notfalltransport, der Kopf muss in die richtige Richtung zeigen, um den Patienten, auch wenn es über Treppen geht, nicht zu verletzen. Thank you. Very good job. Draußen an Deck ist Party, das Bayernfest. Mit allem, was ein Oktoberfest im Dezember zu bieten hat. Und Andreas Möhlendick? Der genießt am anderen Ende des Schiffs die Ruhe, freut sich, dass es allen gut geht. Das Fieber der Seefahrt hat ihn schon früh gepackt. Mit dem Zweitjob an Bord ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ja, das Ganze zu erleben, das ganze Schiff zu erleben, die Mannschaft zu erleben, das Zusammenleben. Man muss halt in so einen Betrieb reinkommen, in die Hierarchie reinkommen. Im Prinzip eine große Familie. Und man kennt sehr viele, man kennt die Künstler, man kennt die Decksmannschaft, man kennt Leute aus der Maschine. Und das ist ein riesengroßer Organismus. Und umso mehr man da reinkommt, umso mehr man die Leute kennenlernt, desto interessanter wird das. Das Schiff steuert den nächsten Hafen an. Für die Passagiere eine Möglichkeit, Wismar zu erkunden. Auf den Schiffsarzt wartet die nächste Aufgabe. Er ist auch verantwortlich für die Trinkwasserversorgung. Nicht nur an Bord wird ständig kontrolliert, auch was von draußen an Bord kommt, unterliegt strengsten Auflagen. Ich nehme jetzt eine Wasserprobe hier, damit wir wissen, dass wir gutes Wasser an Bord kriegen, dass da keine Keime drin sind oder Verunreinigungen oder irgendwelche sonstigen Sachen. Die Schiffsklinik verfügt über ein mobiles Labor. Ariane Stöber kann damit den pH-Wert sofort überprüfen. Und der ist zu hoch. Dr. Möhlendick macht Meldung. Erstmal soll die Wasserleitung 20 Minuten gespült werden. Es kommt immer wieder schon mal vor, dass das Wasser nicht unseren Qualitätsstandards entspricht. Und dann schütten wir das Wasser weg. Wir müssen dann im nächsten Hafen wieder neu bunkern. Eine halbe Stunde später. Die zweite Kontrolle zeigt normale Werte. Die Tanks können doch noch in Wismar aufgefüllt werden. Can you please give me a call on the 8004, please? I'm on my way. I come to Dr. Möhlendick wird gerufen. Der Kreuzfahrtdirektor will ihn sehen. Es ist etwas passiert. Wie so oft gar nicht an Bord, sondern beim Landgang. Hallo. Darüber erfährt als erstes die Crewdirektion. Wie es weitergeht, wird gemeinsam entschieden. Herr Doc! Doktorin. Hi. Wir hatten heute Vormittag ja einen Gast, der draußen war, gestürzt. Ein Reiseleiter war zum Glück vor Ort. Er organisierte den Transport ins Krankenhaus. Und wir hören dann, was passiert, ob die wiederkommen. Super. Eine Frau ist gestürzt und hat sich dabei die Hand schwer verletzt. Ein komplizierter Bruch. Man machen muss oder so, aber das müssen die da an Land bestimmen, was jetzt gemacht werden muss. Also eigentlich nichts, was wir jetzt noch tun können. Und schon gibt es Neuigkeiten von den Kollegen aus der Klinik. Nadine Grashoff gehört zum sogenannten Phoenix-Team, das die Gäste rund um die Uhr betreut. Okay, also das ist alles organisiert. Dankeschön, tschüss. Da haben wir es schon. Und? Die Info. Sie geht heute nach Hause, Taxi ist für 5:30 schon organisiert. Wenn ich jetzt die Ausschiffung vornehmen, werden wir alles Weitere jetzt regeln und dann geht's für Sie nach Hause. Super.
Mitarbeiter wie Nadine sind die guten Geister auf dem Schiff, denn sie packt jetzt für die Patientin und ihren Mann die Koffer. Die anderen Passagiere bekommen von solchen Vorkommnissen selten etwas mit und genießen die Kreuzfahrt. Für Andreas Möhlendick geht es in seinem Hospital auf dem Neptundeck weiter. Die zweite Sprechstunde des Tages steht an. Die Arbeit in der Praxis ist so ganz anders als seine Tätigkeit in Schweden als Anästhesist. An Land ist man entweder Hausarzt oder Hautarzt oder Gynäkologe oder Intensivmediziner oder Anästhesist oder Chirurg. Hier an Bord ist man alles. Und dann kommen natürlich alle möglichen Krankheiten, die es gibt. Dann ist es so, dass wir versuchen, dass die Patienten, die Passagiere sich alle die Hände desinfizieren, dass man nicht in die Menge hustet oder niest, sodass man nicht die Umliegenden ansteckt. Das ist im Prinzip das, was man machen kann. Dann, wenn man eine Virusinfektion hat, ist es sehr wichtig, dass man sich Ruhe gönnt. Was natürlich schwer ist, wenn man auf einer Kreuzfahrt ist, wo man jetzt alle möglichen Ausflüge gebucht hat, die man mitmachen will, wird es schwierig für die Patienten, sich zu schonen. Aber das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist, um möglichst schnell mit dem Virus wieder fertig zu werden. 850 Passagiere sind an Bord. Außerdem über 300 Besatzungsmitglieder. Und für jeden ist er, im Fall der Fälle, der erste Ansprechpartner. Und der oder die Nächste, bitte. Hallo. Hallo, bitte. Möhnig ist mein Name. Hallo, hallo. Nehmen Sie Platz, bitte. So, was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Problem. Bei ihr hat sich ein Nagelbett am Fuß entzündet. Ich habe mich da wohl mal gestoßen vor ein paar Wochen, sagte die Podologin. Und seitdem ich die Stiefel angezogen hatte diese Woche, kann ich nicht abrollen. Jetzt weiß ich aber wo tut das denn weh, wenn Sie abrollen? Dass ich genau an dem... Ah, hier an der Spitze. Ja, genau. Ob ich jetzt den Nagel schneiden soll oder nicht. Ich traue mich dann wirklich nicht selber dran. Auf keinen Fall schneiden, das war schon mal richtig. Ariane legt einen Pflasterverband an, um den Zeh zu schützen. Ach, vielen Dank. Bei ihr hat sich eine Entzündung am Auge verschlimmert. Und es wird jetzt immer mehr. Und Sie haben das schon mal gehabt und dann haben Sie Cortison-Tabletten genommen. Sie kennt das Problem, war aber nicht darauf vorbereitet, dass sich das ausgerechnet im Urlaub verschlimmert. Da ist sie kein Einzelfall. Es kommt oft vor, dass Passagiere ihre Medikamente zu Hause vergessen oder zu wenig einpacken. Und das hier? Ja. Ariane hört mit und dokumentiert alles, was der Arzt verabreicht. Am nächsten Tag soll sie nochmal wiederkommen. Bevor sie aber geht, werden ihre Daten aufgenommen, denn hier ist jeder ein Privatpatient. Und wer keine Reisekrankenversicherung hat, ist Selbstzahler. 22 Patienten schon gehabt. Dafür, dass wir eine Woche unterwegs sind, finde ich, ist das eine ganze Menge. Wiedersehen. Wiedersehen. Haben Sie den Druck selbst gemessen? Der nächste Fall ist komplexer. Da studiert er erst einmal den Arztbrief. Fangen wir jetzt erstmal an, dass ich mal Ihren Blutdruck messe. Der sieht gar nicht gut aus. Ariane? Ja. Kannst du einmal EKG machen? Gleich nebenan, auf der Krankenstation, ist das möglich. Ausgestattet wie an Land kann die Herzaktivität sofort beurteilt werden. Dr. Möhlendick will sicher gehen, dass das Herz störungsfrei funktioniert. Sein Verdacht hat sich bestätigt. Das EKG ist nicht in Ordnung. Er rät der Patientin, sich im Krankenhaus genauer untersuchen zu lassen. Normalisiert sich ihr Herzrhythmus, kann sie wieder zurück an Bord. Okay. Heute, oder? Jetzt, ja. Ariane bereitet heute ein weiteres Mal die Dokumente für die Ausschiffung vor. Und während es draußen richtig romantisch wird, muss das Ehepaar sich darauf einstellen, dass für sie die Reise beendet sein könnte. Okay,
ist da auch dieser Schein für den, der Taxifahrer kriegt ja keinen Schein. Wenn Passagiere an Bord krank werden, sorgen nicht die Crew, sondern der Arzt und die Krankenschwester für einen reibungslosen Übergang von Bord in die Klinik. Sie informieren das nächste Krankenhaus, organisieren den Rettungswagen oder bestellen ein Taxi. Ariane Stöber begleitet das Ehepaar sicher vom Schiff. Die Sprechstunde ist geschlossen, kein Notruf mehr eingegangen. Jetzt kommt der genussvolle Teil des Abends. Während die Passagiere in den Restaurants ihr Abendessen bekommen, finden die beiden in der Offiziersmesse Entspannung vom Tag. Hier werden sie genauso gut versorgt wie die Reisenden und können das jetzt in Ruhe genießen. Die Brücke auf der MS Albatros. Hier hat der Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr das Kommando, besser bekannt als Kapitän. Auf der MS Albatros ist das Michael Kugelmann. Bei ihm laufen alle Informationen über Vorkommnisse an Bord zusammen. Er muss dokumentieren, wenn aus Gästen Patienten werden und sie krankheitsbedingt das Schiff verlassen müssen. Informiert wird er darüber persönlich und nicht per Mail. Guten Abend, hallo. Ich wollte mal kurz informieren, eine Patientin, die ich eben nach draußen geschickt habe. Inzwischen hat Dr. Möhlendick auch schon die Rückmeldung aus dem Krankenhaus. Ihr Zustand ist kritisch, sie muss die Reise abbrechen. Weiß ich Bescheid, super, dann vielen Dank für die Information. Übrigens, auch ein Kapitän braucht medizinische Kenntnisse. Bei meiner medizinischen Ausbildung im Zuge meines Patentes, das ich erworben habe, ist eben der sogenannte Nähkurs, wo man eben vor dieser Vorlesung bei der Metzgerei oder Fleischerei vorbeigehen musste, sich einen rohen Hühnerschenkel kaufen musste. Und dort hat dann der Chirurg, der eben diese Vorlesung gehalten hat, uns eben gezeigt, wie man Platzwunden oder sonstige Schnittverletzungen nähen kann. Doch konzentriert er sich lieber aufs Navigieren und Steuern seines 200 Meter langen Kreuzfahrtschiffs. Schließlich hat sein Schiffsarzt immer Bereitschaft, sogar jetzt noch, wenn er sich für den offiziellen Teil des Abends fertig macht. Da wirft sich Andreas Möhlendick richtig in Schale, tauscht den lässigen Pullover mit der offiziellen Ausgehuniform mit 3 Streifen. Diese Anzahl tragen auch der Sicherheitsoffizier, der Hotel- oder der Entertainment-Manager am Ärmel. Aber nur der Schiffsarzt ist am gestickten Esculap-Stab am Handgelenk auch zu erkennen. Immer dabei ein Funkgerät. Das muss immer mit, damit ich erreichbar bin. Denn an Bord ist noch richtig was los. Dafür sorgt das Unterhaltungsprogramm auf dem Promenadendeck. Für den Schiffsarzt beginnt der schönste Teil des Tages. Auch weil er gleich eine Patientin wieder treffen wird. Die ist schon fast wieder gesund und kann auftreten. Mir geht's einigermaßen wieder gut, danke, ja. Sehr gut. Der Doc hat Wunderhände. Ah, natürlich. Unser geliebter Doktor. Heute werden seine Wunderhände nicht mehr gebraucht. Erst ein Cappuccino, dann ein bisschen Vino und dann sehr viel du. Nur das Licht der Kerzen, Wärme in dem Herzen und Musik dazu. Ich denk nur noch daran, egal was ich auch tu. Dr. Möhlendick sitzt die letzte Nacht noch in den Knochen und erhofft, dass Besatzung und Gäste gesund bleiben und er heute etwas mehr Schlaf bekommt. Gute Nacht.